2003 hätte eigentlich Schluss sein sollen. Damals schloss Wolf Haas die Krimiserie rund um Detektiv Simon Brenner formal ab. Alle 6-7 Jahre allerdings wird Haas seinem Vorsatz, keinen Brenner-Krimi mehr zu schreiben, untreu und erfindet eine neue Geschichte rund um den schmähführenden Anti-Helden. Dieser Tage ist es wieder soweit. Mit Müll erscheint der nunmehr 9. Brenner-Roman. Darin verschlägt es den ehemaligen Polizeibeamten als Arbeiter auf einen Müllplatz. Als in den Müllwannen Leichenteile gefunden werden, holt den Brenner seine Vergangenheit wieder ein. Wir haben Autor Wolf Haas im Wiener Dorotheum getroffen. Herr Haas, Ihr neuer Brenner-Krimi spielt auf einem Müllplatz. Jetzt wollten wir dieses Interview natürlich sofort auch gleich auf einem Müllplatz drehen. Sie haben aber abgewunken und haben gesagt, Sie würden lieber im Dorotheum diesen Dreh machen. Jetzt denke ich, Missplatz und Auktionshaus, also größer, könnten eigentlich die Gegensätze nicht sein. Warum haben Sie das Dorotheum vorgeschlagen? Na, Missplatz war ich jetzt schon ein paar Mal und habe mich auch schon halb erkältet mit Fotografen und Fernsehteams. Und ich habe mir gedacht, da ist es erstens schön warm und zweitens sind natürlich diese Altwaren, die im Dorotheum gehandelt werden, gelten zwar noch als wertvoll, aber sie sind auch schon mal weggeworfen worden oder entrümpelt und insofern gibt es eine Verwandtschaft. Also es geht auch hier um das Recycling, so wie auf dem Müllplatz. Müllplatz, da könnte man jetzt sagen, das ist so ein typischer Wolf-Haas-Brenner-Krimi-Ort, so wie eine Backhandelstation, so wie die Rettungszentralen. Was macht denn so einen Wolf-Haas-Ort aus, beziehungsweise für die Brenner-Krimis, muss man sagen, weil das ist ja die eine Seite von Ihrer schriftstellerischen Arbeit. Ja, lustigerweise war genau das das Problem. Ich wollte eigentlich ein anderes Buch schreiben über Leute, die Dinge wegschmeißen, die sich von was trennen in ihrem Leben und dorthin fahren, aus verschiedenen Gründen Sachen entsorgen. Das war ursprünglich so eine melancholische Vorstellung von der Geschichte über verschiedene Leute, die etwas verabschieden. Und je öfter ich dann hingefahren bin zum Mistplatz, ist mir immer mehr klar geworden, genau das, dass das nämlich so ein Brennerort ist. Die Arbeiter dort in ihren schönen orangen Kluften sind mir einer mehr als der andere wieder Brenner vorgekommen. Und es ist mir fast künstlich vorgekommen, dass ich jetzt eine Geschichte über den Mistplatz schreibe, aber es kommt der Brenner nicht vor. Das heißt, den Brenner haben Sie erst später dazu genommen. Also zuerst war die Örtlichkeit, aber es war schon klar, dass es ein Brenner-Krimi wird, oder habe ich das? Nein, am Anfang war es überhaupt kein Krimi und kein Brenner. Es war eine Geschichte übers Wegwerfen. Auch eine eher formalistische Geschichte, weil mich das so anspricht, dass dort die Wannen so nummeriert sind und diese Ordnungssysteme. Einerseits ist der Müll Unordnung und Schmutz, andererseits gibt es kaum einen aufgeräumteren Ort als so einen Recyclinghof, wo alles seinen Platz hat. Es hat fast eine paradiesische Geschlossenheit. Und also es war eine ganz andere Geschichte. Aber dann war es einfach so eine Brenneratmosphäre, der ich mich nicht recht entziehen konnte. Und irgendwann habe ich die Geschichte auch auf den Müll geworfen und neu angefangen mit einem Brenner. Es gab jetzt doch für einen geraumen Zeitraum keinen Brenner-Krimi. Ich glaube, der letzte war Brennerova 2014, genau, also das sind 7, 8, da liegen 7, 8 Jahre dazwischen. Sie haben ja auch immer wieder in Interviews gesagt, so, das war jetzt der letzte Brenner-Krimi. Wie kommt es, dass jetzt doch der Brenner wieder auferstanden ist? Hat es da Druck auch vom Verlag gegeben? Ja. Die Bücher verkaufen sich ja auch rasend, da gibt es ja vielleicht auch ein ökonomisches Interesse. Naja, das ökonomische Interesse ist nicht so riesig, weil meine anderen Bücher haben sich auch ganz gut verkauft. Also das hätte ich deswegen nicht machen müssen. Im Gegenteil, ich habe die Brenner-Serie ursprünglich deshalb beendet, weil mich dieser Hype irgendwie genervt hat. Und zwar schon im Jahr 2003 habe ich Das ewige Leben geschrieben und angekündigt, das ist der letzte. Und dann habe ich auf der letzten Seite dieses letzten Romans den Erzähler erschossen und dachte, damit ist es
ein für alle Mal erledigt. Aber so alle 5, 6, 7 Jahre habe ich einfach wieder Lust, einen zu schreiben. Und dann mache ich es einfach. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie dieser neue Brenner-Krimi entstanden ist. Der Heimito von Dodora zum Beispiel ist bekannt dafür, dass er seine Romanhandlungen auf riesigen Diagrammen minutiös aufgezeichnet hat mit den Verbindungslinien. Also bevor der angefangen hat zu schreiben, wusste er alles bereits. Wie ist das bei Ihnen? Ich glaube, Sie sind ja eher ein spontaner Arbeiter. Naja, vielleicht ist es gar nicht so anders als beim Dodora. Wahrscheinlich war das bei ihm auch Notwehr, weil ihm der Plot eigentlich wurscht war. Und er hat sich gedacht, irgendwie kenne ich mich jetzt hinten und vorne immer aus vor so vielen Gesprächen und Personen. Und dann musste er es sich aufzeichnen. Ich glaube, auch ein Dodora-Roman liest man nicht unbedingt wegen der großen, übergeordneten Handlung, sondern eher wegen den vielen kleinen Schmankerln, die zwischendurch rausfallen aus dieser übergeordneten Handlung. Und bei mir ist es so, dass ich mir am Anfang ein ziemlich genaues Konzept mache, aber ich halte mich nicht daran. Insofern bricht irgendwann Chaos aus und dann fange ich auch an, mir Skizzen zu machen und Notbehelfe, damit ich mich in meinem eigenen Roman noch auskenne. Aber es ist sicher so, dass das eigentlich, wenn jemand einen Brenner-Roman mag, dann ist es wahrscheinlich nicht die Krimi-Handlung, sondern eher das, was zwischen Tür und Angel passiert. Aber Sie haben davor gesagt, die Handlung ist Ihnen geradezu wurscht. Das ist doch ein recht hartes Statement. Jetzt, wenn man den Roman gelesen hat, so wie ich, kann ich das fast nicht glauben. Nee. Das war vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt, aber ursprünglich habe ich tatsächlich deswegen Krimi zu schreiben angefangen, weil ich den Vorzug genossen habe, dass das Krimi-Schema so eng ist, dass man im Grunde schon einen Plot hat, ja, bevor man sich einen ausdenkt, dass es immer dieses Krimi-Schema gibt. Und natürlich hat man dann den Ehrgeiz, dass man das noch irgendwie wendet, sodass es wieder interessant wird. Aber die Struktur des Kriminalromans, wer da jetzt der Täter ist und wer das Opfer, das ist für mich nicht das, was mich primär am Schreiben interessiert. Das soll einfach stimmen am Schluss. Aber was mich interessiert, sind eher die Nebensächlichkeiten. Es gibt ja auch so viele Abschweifungen beim Brenner. Der Erzähler kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Und beim Schreiben ist es dann manchmal so, dass einfach aus einer Abschweifung mehr wird, obwohl man das gar nicht geplant gehabt hat. Und plötzlich merkt man, das ist eigentlich interessanter als das, was ich ursprünglich geplant gehabt habe. Und das habe ich gemeint, was mir wurscht ist, dass ich da jetzt unbedingt mich festkralle an dem ursprünglich gemachten Plan, sondern ich schmeiße das dann auch leichten Herzens weg und schau, wo mich die Abschweifung hinführt. Wo der Roman spielt, also am Müllplatz, das haben wir verraten. Vielleicht ein anderer Strang, der recht dominant ist, es geht um Organe, es geht auch um Organhandel. Das ist doch ein Motiv, das mich etwas überrascht hat bei Ihnen, weil Organhandel, da denke ich jetzt sofort an vielleicht nicht die allerbesten Tatort-Folgen. Warum hat Sie so ein, fast ein Klischee von einem Krimi, ein Krimi-Klischee interessiert? Ja, der Organhandel kommt ja als solcher jetzt auch nicht vor, sondern mich hat. Ich wollte nicht zu viel verraten. Danke. Mich hat vor allem das daran interessiert, dass es eine Analogie eigentlich zum Müllplatz ist, wo jedes Material seine Wanne hat, die man entsorgt. Ja, Metall, Styropor, Problemstoffe, was auch immer. Und die Organmedizin hat das ja auch aus dem menschlichen Körper gemacht, dass ja sozusagen der Körper unterteilt und segmentiert wurde in verschiedene Bereiche. Und diese Segmentierung erinnert mich eben irgendwie an diese Recycling-Industrie. Man möchte ja eigentlich als Mensch ganz gern mehr sein als ein Ersatzteillager. Außer man braucht was, dann ist man wieder zufrieden. Aber aus philosophischer Sicht ist es eine etwas
sehr prosaische Sicht auf den Menschen. Sie schreiben ja bekanntlich nicht nur die Brenner-Romane, die Brenner-Krimis. Vor 4 Jahren haben Sie mit dem jungen Mann einen großen Erfolg gelandet, dann die Verteidigung der Missionarstellung einige Jahre vorher. Also man hat das Gefühl, dass die Nicht-Brenner-Krimis mehr und mehr in den Vordergrund gerückt sind. Womit hat denn das zu tun? Auch eine gewisse, dass man mit Krimis, dass sie vielleicht Krimis nicht mehr so stark interessieren oder dass sie sich auch sehr bewusst an anderen Genres ausprobieren? Ich glaube, ursprünglich hängt das damit zusammen, dass ich mich am Anfang meines Literaturinteresses eher für experimentelle Schreibweisen interessiert habe, was mit einem Plotverbot eigentlich einhergeht. Also der Plot war das, was Trivialliteratur gekennzeichnet hat. Und deshalb habe ich mich auch dem Krimi zugewandt, weil ich dadurch einen Trick gefunden habe, am Plot einfach zu verwenden, ohne dass ich ihn so in den Vordergrund des Schreibens stellen musste, sondern er war einfach schon da und ich konnte mich dann wieder um die Sprache kümmern, die mich mehr interessiert hat. Und durch das Krimi-Schreiben habe ich mich, glaube ich, irgendwie mit dem Plot ausgesöhnt. Und es war mir dann auch möglich, Geschichten zu erzählen, ohne dass ich das Gefühl hatte, dass mich gleich der Blitz erschlagen wird. Aber wie ist diese Änderung von einem, oder dieser Wechsel von einem Brenner-Krimi zu einem Nicht-Brenner-Buch? Legt man da einfach einen Schalter im Kopf um? Geht das so einfach? Die Sprache ist ja auch eine komplett andere. Alle wissen, die Brenner-Sprache, die Brenner-Krimi-Sprache, das ist eine sehr spezielle Wolf-Haasche Kunstsprache. In den anderen Büchern ist der Tonfall ja ein ganz anderer. Die Brennersprache ist sehr manieriert und ist einfach ein künstlicher Tonfall. Und wenn ich ein anderes Buch schreibe, dann fehlt mir das schon am Anfang, weil es kommt mir so vor, als würde mir irgendwie als wäre ich von einem E-Bike auf ein normales Vorradl umgestiegen. Ja, diese künstliche Drive fehlen. Und ich muss mich anstrengen, das wieder herzustellen. Aber ich muss es auf die eine oder andere Weise halt für mich wieder finden, dass mich auch die Sprache oder die Erzählweise interessiert. Zum Beispiel das Wetter vor 15 Jahren ist ja in Form eines Interviews geschrieben. Da war das sozusagen die das Form, Vehikel, die mich wieder interessiert hat. Genau, irgendein Vehikel brauche ich. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen auf das Verhältnis zwischen den Brenner-Krimis und Ihrem anderen und Ihrem restlichen Oeuvre. Es ist ja auch ganz spannend, kaum, dass Sie ein anderes, keinen Brenner-Krimi schreiben, dann kriegen Sie auch tolle Preise. Beim Brenner-Krimi sind es dann natürlich die Krimi-Preise, aber wir wissen alle, die Krimi-Preise sind jetzt in der literarischen Hierarchie jetzt nicht ganz oben angesiedelt. Ist das etwas, was Sie auch mögen, so zwischen den unterschiedlichen literarischen Gattungen auch in den Wertigkeiten zu switchen? Ich finde schon ganz angenehm, dass ich so nicht so genau einzuordnen bin, sozusagen. Aber dass ich die Preise immer für die Nicht-Brenner-Krimis gekriegt habe, das amüsiert mich auch in gewisser Weise. Und ich habe auch mal einer Jurorin geschrieben, als ich den Bremer Literaturpreis gekriegt habe, dass mich das wundert, dass es immer noch so ist, dass der Literaturbetrieb, dass ich keinen Krimi schreibt, so einen riesigen Preis kriegt und die Krimis da doch noch ein bisschen anders betrachtet werden. Aber es ist ganz angenehm, da hin und her zu hüpfen. Aber ändert sich das nicht auch sehr stark? Also es gibt ja so viele Krimis, die literarisch hoch ambitioniert sind und im Geheimen lesen auch alle Literaturkritiker, würde ich jetzt mal behaupten, für ihr Leben gern Krimis. Naja, auch da bin ich, glaube ich, ein Sonderfall. Bei mir ist es nämlich so, dass ich herausgefunden habe, die richtigen Krimileser, die mögen meine Bücher gar nicht. Die so 2-3 Krimis pro Woche fressen, die wollen nicht belästigt werden von seltsamen Erzählweisen und einer schrägen Sprache.
und denen ist das auch zu sehr am Rand der Gattung. Ich habe in der Vorbereitung jetzt auch auf dieses Gespräch einige Rezensionen nachgelesen und da bin ich immer wieder über das Wort Humorzwang gestolpert. Also im Sinne von Wolf Haas glaubt, er muss unbedingt lustig sein. Jetzt stört Sie so ein Argument, beziehungsweise inwieweit ist da auch was dran, gerade auch in Bezug auf einen Brenner-Krimi, also wenn ein Brenner-Krimi nicht lustig ist, ich meine, ich kann die Zuschauer, glaube ich, beruhigen, er ist sehr, sehr lustig, aber wenn ein Brenner-Krimi nicht lustig wäre, dann könnte ich mir vorstellen, wären die Leute sehr, sehr irritiert. Vielleicht ist es sogar tatsächlich ein Zwang, den man manchmal erliegt, weil der Humor dient ja auch zu etwas, zu einer Psychohygiene oder dazu, das Unauflösbare im Leben zu bewältigen. Beim Brenner ist es auch so, dass ich am Anfang den ersten Brenner-Roman auch ganz ernst geschrieben habe und der lag dann 2-3 Jahre und ist mir fremd geworden und ich habe das so zu überspitzen angefangen, was ich vorher geschrieben habe. Das ist dadurch ins Komische gekippt ist und das finde ich eigentlich einen interessanten Moment an einem Text, wenn man nicht genau weiß, ist das jetzt eigentlich traurig oder ist es komisch. Aber inwiefern setzt Sie eben dieser Spaßzwang, der ja gerade beim Brenner ja offensichtlich da ist, auch selbst unter Druck? Wie gehen Sie damit um oder ist das gar kein Zwang für Sie, weil das automatisch kommt? Ich glaube, das ist so, man schreibt so, wie man drauf ist als Mensch. Ich habe auch privat das Bedürfnis, wenn gewisse Situationen mit Humor zu bewältigen. Oder wenn, ich finde das auch sehr ungerecht, dass der gute Herr Laschet so geprügelt wurde dafür, dass er am Rande dieser Flutkatastrophe gelacht hat, weil ich finde, es ist ein natürlicher menschlicher Impuls, dass man, wenn etwas ganz verzweifelt ist, sich versucht, am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Auch wenn man auf Begräbnisse geht, wird meistens gescherzt, weil man es ja sonst nicht aushalten würde. Und ich habe noch nie mich hingesetzt mit der Absicht, was Witziges zu schreiben, sondern bei der Charakterisierung von Typen und von Menschen, die den Roman bevölkern, reizt mich das einfach, auch ihre komischen Seiten zu sehen. Müll ist Ihr insgesamt 9. Brenner-Roman. Welcher ist Ihnen am nächsten? Naja, das kann ich nicht beantworten. Mir wurde schon von Lesern von jedem meiner Bücher gesagt, das ist mein schlechtestes. Das war nicht die Frage, ob es der beste oder der schlechteste ist. Welches Buch ist Ihnen am nächsten? Welches ist Ihnen am nächsten am Herzen? Vielleicht sogar das Buch Der Brenner und der liebe Gott. Das war nämlich das Buch, das ich geschrieben habe, nachdem ich die Serie beendet habe, 6 Jahre danach. Und das war so ein schöner Schachzug, dass ich die Serie beendet habe und dadurch hat Der Brenner wieder mir gehört. Also vorher habe ich von links und rechts erzählt gekriegt, was mit dem Brenner ist und was ich als nächstes machen soll. Und es wird einem durch den Erfolg etwas auch ein bisschen weggenommen. Und plötzlich hat es wieder mir gehört. Dann kann ich nur dazu aufrufen, auch diesen Roman zu lesen. Natürlich neben dem neuen Müll. Er erscheint dieser Tage in der Buchhandlung zu haben. Danke, Wolf Haas, dass Sie Zeit gefunden haben, hier im Dorotheum mit mir zu sprechen. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.